Stellt euch vor, morgens Abschlussprüfung. Ihr müsst noch 500 Seiten lernen. Kein Problem mit ein bisschen Gehirndoping. Gehirndoping? Muss man in Zukunft für jede Abschlussprüfung etwa einen Gehirndoping-Test machen? Neuroenhancer. So nennt man Medikamente zur mentalen Leistungssteigerung. Wie viele Menschen zu solchen Mittelchen greifen, ist schwierig herauszufinden. Je nach Umfrage kommt man bei Studenten auf 5-20%, die schon mal zu Hirndoping gegriffen haben, um effektiver oder konzentrierter lernen zu können. Kann natürlich sein, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Laut einer Mainzer Studie wären immerhin 80% aller Studenten dazu bereit, ihr Gehirn mal ab und an mit ein paar Medikamenten auf Vordermann zu bringen, vorausgesetzt, es gäbe keine Nebenwirkungen und keine Suchtgefahr. Wie seht ihr das? Stimmt hier oben ab. Doch nicht nur Studenten reizen solche Neuroenhancer, auch bei Soldaten, Leistungssportlern, Berufsmusikern und vielen anderen Arbeitnehmern sehen die Pharmafirmen einen großen Markt. Aber wie funktioniert Gehirndoping überhaupt? Die sogenannte graue Substanz unseres Gehirns besteht aus einem Netzwerk von Nervenzellen, auch genannt Neuronen, die miteinander kommunizieren. Zwischen ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen werden Informationen in Form von elektrischen Signalen ausgetauscht. Und die Kontaktstellen, die nennt man Synapsen. An den Synapsen werden elektrische Signale in chemische Signale umgewandelt, sprich in kleine Moleküle, Neurotransmitter nennt man die, welche als Boten wirken. Und wer schon öfter schön schlau geschaut hat, der kennt auch ein paar Neurotransmitter, zum Beispiel Dopamin oder Adrenalin. Lange dachte man, dass der Mensch mit einer bestimmten Anzahl an Nervenzellen auf die Welt kommt, die im Laufe des Lebens einfach nur abnimmt. Heute weiß man, dass zum Beispiel bei Lernprozessen neue Nervenzellen, also neue Neuronen, gebildet werden können. Es gibt Medikamente, die die Bildung neuer grauer Masse unterstützen. Rolipram ist so ein Medikament. Ein kleines Molekül, das im Gehirn die Konzentration eines Proteins namens CREB erhöht. Oh, CREB. CREB hat nämlich die Aufgabe, neu gebildete Synapsen zu stabilisieren. Und Rolipram verhindert, dass CREB abgebaut wird. Bei Mäusen konnte mit Rolipram bisher eine ziemlich beeindruckende Steigerung der Lernfähigkeit gezeigt werden. Für Menschen ist das Arzneimittel noch nicht zugelassen. Bereits zugelassen ist das Medikament Donizipil. Donizipil wird normalerweise gegen Altersdemenz verschrieben. Bei älteren Piloten sah man mit dem Medikament eine Leistungs- und Aufmerksamkeitssteigerung in einem Flugsimulator. Bei jungen Menschen konnte man bisher aber keine eindeutige Wirkung feststellen. Ein weiteres Medikament, das zweckentfremdet zum Gehirndoping genutzt werden könnte, ist Modafinil. Modafinil ist ein Wachmacher für die Behandlung von Narkolepsie. Narkolepsie ist eine seltene Krankheit, bei der die Betroffenen plötzlich von Schlafanfällen. Jedenfalls, Narkolepsie ist wie gesagt eher selten, aber der jährliche Umsatz beträgt 700 Millionen Dollar. Was doch sehr stark auf einen Missbrauch als Gehirndoping hinweist. Was unter Studenten möglicherweise am häufigsten missbraucht wird, ist das hier. Methylphenidat, besser bekannt als Ritalin, das Kindern und Jugendlichen zur Behandlung von ADHS verschrieben wird. Ritalin soll bei Studenten genauso beliebt sein wie Kokain. Aber auch hier zeigen Studien, dass Ritalin für Nicht-ADHSler und vor allem für Erwachsene nicht besonders wirksam ist. Zwar konnte man zeigen, dass junge Erwachsene unter Ritalin räumliche Denkaufgaben besser lösen konnten, aber nur beim ersten Mal. Bei wiederholter Übung schnitten die Probanden unter Placebos besser ab. Unterm Strich ist eine mentale Leistungssteigerung bei sämtlichen Neuroenhancern bisher nur bei Versuchstieren und nicht bei gesunden Menschen eindeutig nachgewiesen. Gesundheitliche Nebenwirkungen und Suchtgefahr sind ebenfalls nicht auszuschließen. Und so verlockend es klingt, sich das Lernen auf diese Art und Weise zu erleichtern, eines sollte man bedenken. All diese Medikamente können nicht zwischen guter und schlechter Information unterscheiden. Was, wenn ich ein traumatisches Erlebnis durch Gehirndoping viel intensiver und viel länger im Gedächtnis behalte? Oder meinetwegen nur einen schlechten Ohrwurm? Atemlos, ein Leben lang. Insgesamt ein ziemlich kontroverses Thema, deswegen freue ich mich auf eure Kommentare. Schreibt mir, was ihr denkt. Schön schlau. Also wirklich, wie seht ihr das? Sagen wir, es gäbe in ein paar Jahren einen neuen Neuroenhancer. Der wäre total safe, würde aber süchtig machen. Würdet ihr dann trotzdem nehmen? Oder andersrum, es gäbe einen, der nicht süchtig macht, aber kleine Nebenwirkungen hat, Kopfschmerzen oder so, würdet ihr es dann nehmen? Und wenn nicht, was wäre, wenn ihr wüsstet, rausfinden würdet, dass alle eure Kollegen oder alle Kommilitonen das alle nehmen, nur ihr nicht? Oder ihr sagt, was ist daran so schlimm? Ehrlich gesagt, ändere ich doch sowieso alles Mögliche an meinem Körper, warum nicht auch das? Schreibt's in die Kommentare, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt sicher.